Freunde, was geht ab? Ich bin hier gerade mit Stani im Armwrestle-Simulator und ihr wisst ja, ich habe den schon mal aufgenommen und ich habe die Maus, wo ich das Scrollrad raus locken kann und sozusagen dann Fidget Spinner mit meinem Scrollrad habe. Er weiß es nicht, Freunde, und ich werde ihn heute einfach ein bisschen shit-talken, weil ich ihn komplett abziehen werde und er weiß nicht warum, Freunde. Ist natürlich alles nur Spaß. Wir beide sind schon lange Zeit Freunde, deswegen ist es einfach alles nur Joke. Ich werde das auch am Ende auflösen, Freunde. Aber seid gespannt, wie er ragen wird, weil Stani ist echt ein schlechter Verlierer. Wir legen los, let's go. Leute, was geht ab? Ich bin heute mit André hier im Arm Wrestling Simulator. Und zwar, Leute, hier im Arm Wrestling Simulator. Ich habe irgendwas auf dem Mikrofon-Dings, Bro. André, was geht erstmal ab? Was geht, Mann? Bro, ich werde heute auf jeden Fall viel stärker werden wie du. Guck mal meine Muskeln an. Woo! Boah, stark, Junge. Aber ja, ich glaube, diesmal wirst du keine Chance haben. Letztes Mal hast du gewonnen, diesmal nicht. Ich sag's dir. Ja. Guck mal, Leute, wir müssen hier heute erstmal ein paar Paulberger besiegen. Und zwar, das ist hier ein Erstklässler. Den werden wir locker fertig machen in einem Pipe. Dann haben wir hier den Nerd, den wir besiegen müssen. Was ist das hier? Cheerleader. Hahaha, fressig zum Frühstück. Dann haben wir hier den Streber. Oha, der Streber, A1-Plus-Student hier. Und dann haben wir den Boss, und zwar den Athleten, Freunde. Das ist immer der Typ, der im Sport eine 1 hat. Und dann können wir hier noch in der PvP-Arena zum Beispiel gegen André fighten. Yes. Und das werden wir natürlich machen, Freunde. Was müssen wir hier machen? Und zwar, wir können hier Klimmzüge machen. Zack, let's go, boom. Klimmzüge. Oh, yes. Und da machen wir immer ein Stärke und werden immer stärker und stärker. Klimmzüge. Guck mal, Stani, ich hab ne Idee. Wir machen das sogar so. Ja, Bro, man kann hier... Wir machen das sogar so, wir muten uns jetzt, damit wir unsere Taktik nicht verraten. Wir sehen uns ja, so gegenseitig. Bro, du wirst doch wahrscheinlich eine krasse Taktik haben. Und nach 20 Minuten werden wir uns wiedersehen, okay? Ja, bis gleich. Okay, let's go. Guck mal hier, er will jetzt hier. Freunde, es wird krass, weil er weiß es einfach nicht. Er wird einfach nachmachen. Er weiß nicht, warum ich das mache. Weil ich kann, wie gesagt, das werde ich euch nochmal zeigen. Ich habe jetzt einmal mein Scrollrad gedreht und das dreht sich jetzt automatisch die ganze Zeit. Und ich muss das nur ab und zu drehen. Und dadurch geht das dann immer weiter nach oben. Und er checkt halt nicht, dass ich dadurch halt den extremen Vorteil habe. Bro, weil ich kann. Du jetzt die ganze Zeit auf der Stelle, oder was? Weil ich kann die Bosse einfach besiegen. Bro, spielst du jetzt die ganze Zeit auf der Stelle, oder was? Ja, du kannst alles machen. Du kannst auch gegen die Boxdecke hauen. Das ist egal. Ja, ich glaube, Boxdecke ist sogar schneller. Ja, kann sein. Also, ich sag dir ehrlich, hier habe ich keine Taktik. Ich glaube, das ist alles gleich schnell. Nee. Aber ich hab im späteren Verlauf eine ganz, ganz wilde Taktik. Ah, du hast eine Taktik, Bro. Kann man sich eigentlich auch Haustiere und so holen? Ja, du kannst dir hier Pets holen, auf jeden Fall. Ey, Bro, man kann am Glücksrad sogar VIP bekommen. Aber ist das mit den Glücks... Mit dem Pets hier... Was denn? Ist das mit den Pets eigentlich quasi... Oh Gott, das ist gut. Ist das mit den Pets hier Zufall? Also kann man auch seltene Pets bekommen? Nee, das ist, glaube ich, du kannst dir hier 3 verschiedene Pets holen und du brauchst halt mehr Wins für die stärkeren Pets, ist ja klar. Aber die selber haben kein Raritätslevel, glaube ich. Bro, wie viel stärker hast du? Ich bin doch schon stärker wie du. Ja. Jo, ich bin schon aber stärker musst, wie André. Du musst dir erstmal hier alle besiegen, Digga. Hey, du bist ja voll der Bot, Junge. Wir werden uns im späteren Verlauf sehen, Digga. Ich hab die ganze wilde Taktik mir ausgedacht. Ja, du hast... Bro, was redest du von wilde Taktik, Junge? Du bist... Guck mal, wie schwach du bist. Ja? Bin ich schwach? Ja, hey, du hast... Wenn du willst, komm jetzt direkt PvP. Wenn du willst, komm jetzt direkt. Sag mal bitte, wie viel Stärke du hast. 160, siehst du doch oben. Ich hab doch viel mehr, hä? Ja, hast du jetzt. Hast du jetzt, aber das heißt ja nichts. Es geht ja um den Langzeiteffekt, weißt du, wie ich meine? Wer ist der Stärkste, wer besiegt alle Bosse und wer gewinnt nachher im PvP, mein Lieber? Da müssen wir drüber reden. Ja, aber wieso, wenn ich doch mehr Stärke habe? Guck mal, hier, den ersten werde ich jetzt einer auf den Deckel hauen. Den ersten ja, mach das. Auf den Deckel hauen, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, oh den schaffe ich nicht mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, easy, Junge. Easy, der dritte ist Junge, zu stark für mich. Habe ich einer auf den Deckel gehauen, Junge. So, der nächste hier. Komm mal her hier, komm mal ran auf den Meter hier, Zitronenpeter, Junge. Die hau ich als nächstes, zack. Und, Junge, den habe ich auch einen auf den Deckel gehauen hier. Junge, ja, wo warst du gewesen? Wer ist eigentlich London, ey? Auf einmal haben wir jemanden, der mitspielt, warum? Ja, der war doch letzter schon. Ach nee, der war beim Finzio schon. Das ist einer von meiner Freundesliste, der macht jetzt hier über alle Simulatoren mit. Ich weiß auch nicht. Okay. Der schreibt doch dann immer in die Kommentare. Ist doch klasse, ich jetzt was gegen ihn, oder was? Ja, irgendwie schon so. Warum kommt er einfach rein? Selbst der ist stärker als ich. Was geht denn da ab? Ja, hey, du bist voll schlecht. Ja, ist halt echt so. Oh Gott, wie viele Wins hast du schon? Oh mein Gott, let's go, let's go, let's go. Nicht viele? Nur 3? Let's go, let's go, let's go!
Bei mir läuft noch nicht so gut. Okay, easy, easy, easy. Freunde, was Stani halt nicht weiß, ich bin ultra stark. Ich besieg halt jeden und später wird er so Probleme haben mit diesem Leertaste-Spam, dass er einfach nicht gewinnen kann. Ich werde ihn jetzt ein bisschen in Sicherheit wiegen, dass er halt noch denkt, er ist übel krass und so. Weil wenn ich von Anfang an einfach OP bin, er ist ja kein dummer Mensch. Er wird direkt merken, warum ich das Ganze mache. Und ja, deswegen werde ich jetzt einfach erstmal so normal spielen, sag ich mal. Und werde halt so ein bisschen so tun, als wäre er krasser als ich. Und dann werden wir halt gleich ihn komplett abziehen in Welt 2 oder 3. Damit er halt dann so richtig geshit-talkt wird. Weil Freunde, guck mal, ich muss nichts drücken. Ich gewinne einfach automatisch, weil ich meine Leertaste einfach einmal drehe. Mein Spinning Wheel einmal drehe sozusagen. Und wir haben hier den A-Plus-Studenten. Und den schafft Stani schon 1000% nicht. Aber wir rasieren ihn halt einfach First Try weg, Freunde. So, gar kein Problem für uns. Wir müssen nicht mal was dazu drücken. Und er weiß nicht, was auf ihn zukommt, ja. Das Ding ist, er denkt jetzt noch, er ist super stark, aber er ist halt einfach echt nicht stark. Wir holen uns jetzt direkt das Pet, damit wir hier sehr, sehr schnell nach vorankommen. Wir holen uns die Schnecke und dann werden wir hier einfach die Power nach oben machen, den letzten besiegen und dann werden wir direkt in Welt 2 reingehen und er wird es halt nicht verstehen, ja. Wir könnten jetzt hier auch uns das VIP-Ding noch holen. Ich glaube aber nicht, dass das für uns worth ist, Freunde, weil wir dadurch keinen Multiplikator bekommen. Wir besiegen den Boss sowieso First Drive. Wir müssen jetzt einfach nur die 1200 voll machen und dann, ja, wir gucken mal, was Stani so zu reden hat. So. Ja, ich gehe auf Wins. Ich habe schon mein erstes Pet. Welches hast du denn? Ich habe mir die Schnecke geholt für 10 Wins. Oh, die Schnecke habe ich doch schon längst, Junge. Kann man eigentlich auch mehrere Pets haben oder nur eins? Man kann nur eins haben. Und es lohnt sich auch nicht, das Schlechteste zu holen und dann aufwärts immer alle zu holen, sondern ne, das eine Pet, was du hast, gibt dir den Multiplikator sozusagen. Also kannst du auch alles skippen. Alle 10 Minuten haben wir dein Glücksrad dreht. Ja, genau, genau. Okay. Wenn du 90 Minuten spielst, kriegst du 10.000 Wins. Aber so lange werden wir wahrscheinlich nicht machen. Und 45 Minuten geben halt 1 Million Stärke, ne? Also. Boah, das ist auch krass. Ja. Die Leute wollen natürlich, dass man lange zockt. Ja, weil das ist ja so, Bro, umso länger die zocken. Aber kann man hier auch Trails? Aber warum hast du noch 600 Stärke? Was passiert da gerade bei dir? Ja, Bro, ich frag mich gerade, ob die Trails hier auch was bringen oder bringen die gar nichts? Die Trails bringen, glaube ich, nichts. Ah, die bringen gar also, nichts. Also, nee, ich würde mir die nicht holen, sage ich dir ehrlich. So, ich besiege jetzt den letzten und gehe dann in Welt 2, ne? Wir sehen uns. Ach so, Bro, stimmt der? Ah, ich habe ganz vergessen. Junge, es gibt ja Welt 2. Es gibt auch Welt 3 und Welt 4. Oh nein, Bro, okay. Ich wäre weiter gewesen. Gar nicht gut für dich aus. Nein, ich sag nein, dir, wie es ist. Real Rap, ich wäre schon viel weiter gewesen, aber ist kein Ding. So. Ich gehe auch jetzt in der nächsten Welt. Level 2, ciao. Ja, das, wie viele Wins hast du gerade zufällig? Wie viele Trophäen? 11. Okay, da habe ich schon mal einen Vorteil, Leute. Glaubt mir, weil ich habe viel, viel mehr Wins wie André. Ja. Weil der denkt jetzt hier, der kann auf dicken Max machen, kann hier den großen Helden raushängen lassen. Aber, Bro, den würde er nicht raushängen lassen können. Ich bin mal gespannt, wer am Ende das 1 gegen 1 gewinnt. Wie stark du da bist. Was so deine Taktik dabei ist. Ach so, wir machen quasi. Ey, wollen wir nicht machen, am Ende der Gewinner, der das 1 gegen 1 gewinnt, bekommt 500 Euro? Okay, bin dabei. Okay, bin dabei. Easy, Leute. Dann müssen wir hier jetzt nochmal Power geben. Jetzt hier nochmal schön Power geben. So. Und boom, Leute. Was ist das denn? Guck mal meine Stärke an, Junge. Ich bin so stark. Bro, hast du Autoklicker gehabt? Nein. Ey, wie soll ich denn klicken? Hast du den besiegt, Junge? Du musst doch Leertaste spammen. Wie soll man das denn? Also, man kann ja nicht klicken, oder? Doch, klar. Kannst du, auf Controller, Bro, oder wie machst du das? Nein, ich habe Tastatur. Was ich halt mache, ich benutze beide Finger abwechselnd auf der Leertaste, wie so ein Beatmaker, weißt du, so ta-ta-ta-ta-ta-ta. Obwohl, ich kann auch Tastatur verwenden, Leute, weil ich habe ja... Okay, du bist auf Controller, aber ich weiß gar nicht, was besser ist, Controller oder Tastatur, das würde mich echt mal interessieren. Ja, ich werde jetzt mal Tastatur probieren, Bro. Ja, okay, probier mal aus. Ja, Tastatur ist besser. Ja. Oh mein Gott, Tastatur ist OP, Leute. Okay, stark. Stani hier am Rasieren, man hört seine Tastatur. Ja, besiegt er mal in Welt 2 schon mal den nächsten, also das ist ja gar kein Problem für mich. Tastatur ist krass. Oha, wir sind jetzt schon in der nächsten Welt, Freunde. Schon! Das Ding ist. Bin gleich Welt 3, Junge. Okay, das ist krass, Leute. So, was kaufen wir uns hier? Boah, ich glaube, wir schwitzen auf das Pad, ne? Für 100 Wins. Da sehe ich mich. Auf das Pad willst du schwitzen? Ja. Auf 100 Wins, okay.
Ja, das Bro, das wird dir aber nicht. Ich sag dir ehrlich, du bist gerade behind. Rewrap, ich wäre Erster gewesen. Ich habe nur verpennt, dass es nicht noch eine andere Welt gibt. Ich war voll im Film, dass es nur eine Welt gibt, aber das macht keinen Sinn. Nee, das macht keinen Sinn, das stimmt. Guck mal, du bist zwar behind, aber ich würde sogar auf 1000 hochgehen, weil ich so selbstbewusst bin, dass du das niemals in deinem Leben schaffen wirst, mich zu besiegen hier bei diesem Tycoon. Ah, okay. Ich sag, hey, ich hatte doch vorhin schon Vorsprung gehabt, was laberst du? Ja, ist okay. Wir sehen uns am Ende. Ja. Aber London rasiert hier auch. Guck mal, selbst der ist stärker als du, das ist schon schade. Oh, ich hol dich doch gerade auch rein, was laberst du? Ja, aber ich habe gleich 100 Wins für das Pad und dann kriege ich mal 3. Ja, wenn du meinst, Bro, dass es dir was bringt. Das bringt mir sowas von was. Okay. Oh. Oh Gott. Da habe ich fast verloren. Junge. Das ist so schwer. Ja, okay. weil du Noob bist, Bro. Ich habe eine krasse Taktik, aber ich muss mich dafür wieder muten. Das darf mir Stani nicht erzählen. Ja, mach mal. So, Freunde, ich habe gerade so getan, jetzt würde ich auf der Leertaste rumspammen, damit er halt nicht checkt, dass ich rumschummel. Okay, so. Wir kaufen uns das mal 3-Pad jetzt. Missing 14. Oh mein Gott, wir haben gar nicht genug. Wir kriegen nur 15 Wins. Okay, da müssen wir halt noch einmal machen. Das ist ja kein Problem. Ist ja sowieso alles First Try. Aber ich mag es einfach, Stani zu ärgern, Freunde, weil er halt echt ein schlechter Verlierer ist. Und ich nutze jede Chance aus, ihn zu besiegen, damit er sich einfach kacke fühlt. Okay, so. Wir müssen auch darauf achten, dass wir nach 10 Minuten das Spinning Wheel machen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon können. Ich glaube nicht. Aber wir haben jetzt das Pad. Wir müssen schnell auf 3000 Power hochballern. So, 2,9. 3000. Jetzt gehen wir auf das nächste. Und jetzt trainieren wir einfach mal ein bisschen durch, Freunde. Einmal Leertaste spammen. Dadurch springen wir die ganze Zeit. Und ballern unsere Stärke nach oben. Hier seht ihr auch noch, London macht einfach mit. Letztes Mal war es einfach Finski, der mitmacht. Ich weiß nicht, ob Stani seine Freundesliste auf nicht privat hat. Aber von mir aus, dann ist es noch witziger, weil er einfach auch von London abgezogen wird. Dann ziehe ich halt beide ab und er wird nochmal abgezogen. Dann ist er letzter und das ist richtig schön. Ich habe jetzt gerade ein bisschen weniger Stärke, aber das heißt nichts, weil ich besiege jeden Boss One-Shot. Ich kann mir sogar ein bisschen Zeit lassen und so ist es immer noch ein bisschen spannend. Und wir haben auf 1000 Euro erhöht, Freunde. Falls ihr es nicht wusstet, ich arbeite schon sehr, sehr lange mit Stani zusammen. Ich cutte viele von seinen Videos und alles drum und dran. Für ihn ist 1000 Euro nicht viel, für mich aber schon, Freunde. Die nehme ich auf jeden Fall mit. So, 5000 Power. Wir dürfen halt, wir müssen darauf achten, dass wir nicht einfach so random rumspringen, weil dann sieht das halt wirklich so aus, als würde man einen Autoklicker benutzen. Das dürfen wir auf jeden Fall nicht zu obvious machen. Wir werden jetzt unsere Power auf 10.000 erhöhen und dann werden wir uns die Bosse besiegen. Ja? Ich glaube sogar hier lohnt sich das, dann die Dings zu holen. Das VIP, die VIP-Gegend, Freunde. So, wir besiegen den jetzt. Dafür brauchen wir nur 5000 Power. Wir sind auf jeden Fall einiges weiter als Stani, Freunde. Wir sind also auch 13 Minuten dabei. Und eigentlich geht es nur darum, so schnell wie möglich in Welt 3 zu kommen. Mehr ist es gar nicht. So, 10.000 Power. Den Dieb besiegen wir auch eben schnell. Zack, wird weggeklatscht. Gar kein Problem. Stani hier mit 5000 Stärke. Der Junge hängt richtig behind. Wir werden jetzt mal ein bisschen fragen, was da so abgeht. So, wie sieht's aus mit deinen 5000 Stärke? Der Garten läuft gar nicht so gut, ne? Junge, ich sag dir, Real Rap, wenn wir nochmal neu anfangen würden, ich würde dich besiegen. Ich hab ja, aber halt, da müssen wir nochmal erhöhen, Digga, weil das, nee, sonst lohnt sich das nicht. Ich habe, wie gesagt, den Fehler gemacht zum Anfang, den gebe ich zu. Ja? Den gebe ich zu, den habe ich gemacht, den Fehler. Aber ja, Bro, ist ja noch nicht vorbei. Wie gesagt, also, ich werde sich gucken, vielleicht habe ich noch eine Wir können gerne noch eine Runde 2 machen irgendwann, mir ist egal. Nee, ich bin am Start. Ist alles gut? Okay. Alles gut. Sagst du, du kommst noch, schaffst es noch, oder was? Könnte sein, vielleicht, weil ich glaube, du hast da nicht so eine gute Taktik, aber werden wir gleich sehen. Okay, werden okay, sehen, okay. Weil jetzt hole ich dich nämlich ganz schön, jetzt hole ich dich aber ganz schön mit Power ein hier, Bro. Ja. Jetzt hole ich dich aber ganz schön mit Power ein, du. Das sieht nur so aus. Ja, wenn ich gleich mal VIP kriege, dann ist eh over. Ja, wir haben Spinning Wheel, by the way, gleich, ne? Oder haben wir das jetzt schon? Müssten wir eigentlich jetzt haben gleich. Ich hab übelst Minus gemacht. Oh, oh. Hast du Minus bekommen? Ja. Okay, dann mache ich aus Kulanz, rolle ich auch einmal, dass du nicht, vielleicht kriege ich sogar noch was Gutes. Okay. Wir drehen das Ding. Yo, Bro, der Typ hier, Jeff, der hat einfach Dings bekommen. Der hat einfach... Ich habe plus Pet bekommen. Was ist das? Ja. Free Pet. Bro, was ist das denn? Hä?
Aber das Pad ist doch schlechter als das, was ich vorher hatte, oder? Bin ich doof. Egal. Oh, okay. Nimm mich mit. Das ist natürlich Choke. Ja. So, wie viel braucht denn der letzte Boss? Ich hab's gar nicht gesehen. Der letzte Boss braucht 50k, glaube ich, ne? 50k? Oh, André, was ist da los, Bro? Ich bin vor dir. Ja, aber wie viel Boss hast du besiegt? Junge, wie viel machst du denn gerade? Ich habe mir das VIP-Ding gekauft für 50 Wins, da kriegst du mehr Power. Ja, pro Jump kriegst du 50. Ja, woher weißt du das denn alles, Junge? Hä, hier steht doch VIP, genau vor dir, guck mal. Das kannst du kaufen für 50 Wins. Bro, er hat, Junge, er kennt ja den ganzen Simulator. Hä, nur weil ich mehr Gehirn benutze? Junge, er kennt ja den ganzen Simulator. Ah, Digga, also 19.000 Stärke bei mir krass, läuft, Junge. Bro, er kennt den ganzen Simulator schon sehr stark, Bro. Sehr, sehr stark. Die Ausreden kicken halt, schade. So, hier, ja, Bro, das wurde ich doch auch, hätte ich auch mit VIP mir. Ja, ich hab das ja nicht am Glücksrad gesehen. Hättest du einfach lesen müssen, Junge, was ist da los? Okay, läuft ganz gut. Wir ziehen Stani auf jeden Fall ab, das passt. Aber London rasiert hier komplett. Ja, warte mal ab. Aber ich glaube, er investiert nicht in die Langzeit, sondern er trainiert einfach stumpf. Ah, hier steht doch wirklich. Hä, ich hab doch jetzt VIP. Hä? Hast du VIP? Ja, ich hab VIP. Ach, nein. Oh Gott, ich hab das Falsche gekauft. Na, was machst du denn, Junge? Ich dachte, ich hab einen Gegner, aber es ist ja, was ist denn hier los? Guck mal, wie er meine Taktik nachmacht. Schade. Ja, ich mach dir jetzt gerade nur nach, weil ich die VIP geholt hab, Bro. Ach so, okay. Und man kann wir siegen mal den nächsten Boss. Rennen, Bro. Boah, ich glaube, den Hobo wirst du gar nicht packen. Egal, wie stark du bist. Dafür musst du ultra schnell an der Tastatur sein. Und jetzt durchziehen. Gib ihm, Junge! Oh mein Gott, so einfach. Das Ding ist, meine Finger sind halt viel schneller als deine. Ich habe halt nochmal 2 Jahre mehr Erfahrung, weißt du? Oh, ho, ho. Stani am Kämpfen? Wie sieht's aus? Ja, easy. So, sieht da ganz gut bei dir aus. Du hast ihn noch besiegt. Hä, wie willst du ihn denn besiegen? Du brauchst 25.000 Stärken. Du kannst ihn gar nicht besiegen. Du hast 20.000. Ey, Junge, du hast dir safe ein Programm geholt, du Ehrenloser. Nein, ich hab ihn gerade besiegt. Bro. Ja, besiegt. Digga. Oh, jetzt hab ich verloren. Ich check's auch nicht. Ich hab ihn gerade besiegt. Jetzt hab ich verloren. Du hast sowas von irgendwie ein Autoklicker dir geholt, oder so, du Ehrenloser. Ich hab ihn gerade besiegt. Hey, Bro, ich hau doch hier die ganze Zeit auf die Tastatur. Ich hab ihn gerade besiegt, aber ich check's auch nicht darum. Ja, okay. Ja, ich habe jetzt leider schon ärgert mich, weil ich habe so viele Fehler gemacht, aber ja, ich kenne halt den Simulator noch nicht, deswegen. Ich bin halt 500 IQ, so bei mir ist halt was anderes, weißt du? Ja, komm, bitte rede nicht, du bist doch gar nicht vorbei, du hast doch noch gar nicht hier. Guck mal, du bist die kleine Ratte hier, guck mal, das letzte Pad, was ist eine kleine Ratte. Ja. Vielleicht hole ich dich ja gleich ein. Die kleine Ratte hat einfach 10.000 mehr Stärke als du, aber sonst alles cool. Ja, mal gucken, ob's... Bro. Ich hab halt, das Schicksal hat mir halt ein Pad gegeben, was halt schlechter ist als das, was ich vorher schon hatte. Das ist ein bisschen schade. Der aber es ist halt. Sehen, Junge. Wie viel brauchen wir, Digga? Was geht? Wie heißt der Jeff? Kannst du ja nochmal das bessere Pad holen. Nee. Ich geh einfach gleich in Welt 3, dann passt das. Du bist aber schon ein bisschen eingeholt von mir. Bro. Ja. Es sind immer noch 10.000 Unterschied, aber. Ja, ein bisschen. Stani ist am Rasieren. Muss dir wohl ein neues Pad holen. Das ist halt ein bisschen schade von dem Game, dass es mir so ein Gümmelpad gegeben hat. Ja, aber du kannst ja dir trotzdem neues Pad holen. Ich werde jetzt einfach so weiterhasseln, weil ich brauche nur noch 8000 Power, dann kann ich den letzten Boss besiegen. Wenn ich es schaffe. Und dann bin ich eh in Welt 3. Wirst du nicht. Ich werde jetzt nächste Welt gehen und werde komplett rasieren. Okay. So. Oh, sieht aber nicht gut aus für dich, André. Ja, ich glaube, London Jeff ist auch ein bisschen am Rumschummeln wie Stani. Ja, guck mal, jetzt, sobald man besser ist wie André, schummelt man rum. Ja. Aber ich hole André jetzt gut ein, Leute. Also, wir machen hier deutlich mehr Punkte wie André. Oh, ja. Also, sieht nicht. Hast du dir die Maus geholt, das Pad? Ja, sag ich nicht. Ich rede nicht. Bro, guck mal, ich will über meine Taktik nicht reden. Aber man sieht, Junge, wer dich hier einholt. Und das läuft. Oh, läuft gut. Aber ich habe gleich 50.000, besiegt den ersten Boss. Easy peasy. Den letzten Boss. Und dann musst du erstmal trotzdem noch ein paar tausend Kraft farmen und dann musst du noch den Boss besiegen. Das ist halt das Ding, ne? Ja, aber guck mal, ich hol dich schon gut ein. Also. Okay. Das bringt gar nichts, was du da machst. So. Das bringt gar nichts, weil besieg jetzt den Mafia.
Junge, du hast so eine schlechte Taktik. So, wird kurz weggeklatscht, gar kein Problem. Easy first try. Easy, easy. Ja, Welt 3, ciao. Wir sehen uns. Direkt weitermachen. Gar nicht lange faxen. Ja, Welt 3, Bro, Welt 3. Safe. Ich komme jetzt auch gleich Welt 3. Aber ich will nur sagen, Bro. Ja, was denn? Bro, ich hab den so rasiert, den Typen. Digga, du bist so am Schummeln. Ich hör doch, wie langsam du auf deine Tastatur hast, du Rentner. Nein, hey, das bist du. Da bist du. Schade, schade, schade. Du, das ist so gut. Schummel. Ich kenn dich doch. Okay, ich hab eine krasse Taktik, Leute. Ich hab eine krasse Taktik. Ich hab eine sehr, sehr krasse Taktik. Ich muss nur den ersten besiegen. Wie viel hat der erste? Siehst du das da bei dir? 80.000. 80.000 hat der erste, ja, yeah. Okay, gut, Leute. Dann könnten wir nochmal auf Risiko Glücksrad machen. Boah, ich mach auf Risiko nochmal Glücksrad, ich sag dir ehrlich. Ich hoffe, dass wir das haben kriege. Ich hab stimmt, Glücksrad wir können nochmal machen, ne? Bitte, bitte, Leute, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 was krieg ich? Im Augenwinkel, im Augenwinkel. Ja, das hab ich bekommen. Speed Boost. Mir das gut. Du bist halt schneller, kannst halt von A nach B schneller laufen. Ist schon nicht schlecht. Aber Spinning Wheel funktioniert irgendwie nicht mehr. Ja, wie viel steht bei dir Zeit? Nee. André, was ist da los? Was ist da los, André? Was ist da los? Ey, ja, bei mir ist Spinning Wheel verbuggt. Das ist schon schade, Digga. Was ist da los? Was ist da los? Also. Das hat einfach den Vorteil. Ich bin jetzt auch vor dir. Was ist da los? Also. Nein. Kurios, sehr, sehr kurios. Kurios, ich bin vor dir gerade. Krass, kurios, Leute, irgendwie. Krass, krass, krass. André auf einmal hinten. Du hast ja gesagt, ein Taui, ne? Hast du ja gesagt? Oh, sehr gut, André. Ein Taui hast du gesagt, ne? Ja, können wir machen, können wir machen. Sehr, sehr gut, André. Kein Problem. Taui. Aber halt, das ist halt das Problem, wenn man mies rumschummelt, dann wird's halt eklig, ne? Bro, ich schummel nicht. Du hast so Autoklicker-Programm an, 1000%. Ich schwöre auf alles, ich hab keine Autoklicker an. Ja. Ich schlag die ganze Zeit hier auf Tastatur mit Doppelklick. Oh, jetzt ja, habe ich Griff eingeholt, sehr gut. Mein Spinning Wheel funktioniert nicht, das ist echt schade. Der musst du ja nicht machen, dann musst du nächste Welt das machen, okay? Oh, ist egal. Guten Vorsprung hier vor André. Guten, sehr, sehr guten Vorsprung. Muss mal gucken da, ich kann die Zahl da nicht erkennen. Wann der erste Boss ist, das ist das Ding, Leute. 80.000. Und da zählt der nächste ist 150, oder? Ich weiß gar nicht. Okay. Ja, ich habe eine gute Meta, Freunde. Ich habe eine sehr, sehr gute Meta. 80.000. Eieiei, der ist auf einmal, Stani auf einmal hier auf dem ersten Platz. Sehr, sehr kurios. Komischerweise, das ist schon sehr kurios. Da hast du recht, Digga. Das ist wirklich sehr, sehr kurios. Stani, sein Vorsprung ballert hier nach vorne, Bro. Er ballert hier wirklich nach vorne. Mhm. Der pure Wahnsinn. Guck mal, das Ding ist, rein von der Logik her macht es keinen Sinn, weil du haust auf den Boxsack, der gibt dir nur 35 Stärke, das Springen gibt 40 und das ist genauso schnell. Und du bist auf einmal so mehr, Yo, Bro, so vielleicht, ich hab vielleicht keinen Bock auf Springen, vielleicht springst du auch zu langsam. Ja, genau. So. Jetzt wird mal hier, so. Oh. Ja, läuft. So, der erste Boss ist mal besiegt hier. Geil. Okay, okay. Das ist halt. Was soll man machen? Wir sind wenigstens fair. Oh, ich bin auch fair. Ja, ich sehe doch dein Programm offen, Digga, wie in Roblox. Ja, okay, okay. Oh, da müsste ich einfach, da müsste ich erstmal auf Leertaste einstellen, das ist nicht so aufwendig. Da müsste ich das Dings hier, Leertaste auf Mausrad, auf Klicken legen. Auf das Klicken? Das ist aufwendig, ja. Na, naja, okay. Aufwendig. Ja, safe. Das würde übelst dauern. Hast du recht. Bro, ich besieg die übelst easy, weil ich einen fetten Oberarm habe. Ohne Probleme hier. Zack, zack, zack. Ja, alles gut. Es so. Gibt noch mehrere Welten. Alles cool. Das Spinning Wheel hat mir natürlich nichts gegeben. Das ist schade, sonst hätte ich da vielleicht einen Vorteil bekommen. Warte mal, ich habe VIP freigeschalten, wenn das stimmt.
Wie, VIP hast du bekommen? Ja, beim Spinning Wheel ist auf jeden Fall VIP, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt dadurch frei habe. Ja, das musst du doch, siehst du doch, wenn du testest. Ja, aber da kann man ja erst ab einer gewissen Stärke springen. Oh, Junge, 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 Junge. Also ich sag dir ehrlich, André. Ja? Bitte, bitte einfach geh nach Hause. Okay, alles gut. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Also ich wär, also... Ich sag, guck mal, ich bin jetzt schon wieder erster Platz. Ich bin jetzt schon wieder erster Platz. Ich werde dich locker einholen. Ja? So. Es geht halt natürlich auch um Taktik, nicht nur um Stärke. Junge, was sappelst du für Taktik, Junge? Mhm. Was gibt's da für Taktik? Glaub mir. Junge, der eine rennt hier so die ganze Zeit vor mir, dass ich nicht treffe, aber Junge, der Vorsprung gegenüber dir wird ja gerade so krass. Eieieiei. Wie viele Wins hast du, sei ehrlich? Oh, oh, oh. Ich hab 200 Wins. Okay, ist ja gar nichts. Oh, hast du jetzt schon mehr Wins geholt, oder was? Yes. Junge, 10.000 vor... Jo! André, wo bist du? Alles gut. André! Alles ganz entspannt. Wo bist du? Ich kann dich nicht sehen, Bro. Boah, jetzt werde ich dich so einholen. Du wirst mich jetzt so einholen. Ja. Okay, Leute, er wird mich jetzt so einholen. Also, wenn es die Trails und so da nichts Besonderes gibt, dann... Nee, die Trails bringen, glaube ich, nichts. Weißt du, wie viele Wildnisse hier gibt? Boah, nee. Bestimmt 5 oder 6. Boah, krass, das ist geil, das ist geil. Ja. Aber so, zack, 20.000 Vorsprung zu dir. Oh, ich freue mich schön über den Taui. Leute, ich denke mal, André wird der Nächste sein, der keine Lust mehr hat, mit mir zu spielen. So wie Seville. Nee, alles ganz entspannt. Nee, das läuft schon ganz gut. Wenn du bist, dann wird's halt auch nicht mehr, ne? Na, ist nicht schlimm. Das wäre nicht das erste Mal. Ja, so, ich werde jetzt erstmal... Leute, erstmal bis 150 werden wir jetzt erstmal den Boxsack hochknallen. Aha. Wie viel Stärke kriegst du pro Jump? Kannst du das sehen? Sag ich nicht. Sag ich nicht. Ich krieg 100.000. 200. Sag ich nicht. 200 ist okay, aber damit können wir auf jeden Fall nicht aufholen. Wir müssen unsere Taktik vielleicht nochmal überdenken. Wir müssen irgendwie gegen Autoclicker gewinnen, aber ich weiß nicht wie. Junge, ich hab keinen Autoclicker. Alter. Also, machst du alles legitim? Ich mach Real Rap alles legitim. Mhm. Wirklich jetzt, bitte jetzt. Ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf mein eigenes Leben. Okay, sehr gut. Dann bin ich ja beruhigt. Dann gebe ich gerne 1000 Euro. Dann soll mich jetzt der Blitz treffen und ich soll tot umkippen. Oh nein. Wenn ich das wollen, das wollen wir ja nicht. So. Fahren wir noch ein paar Wins auf ganz entspannt. Stärke, okay. Stani hier ist Alter, hier nicht. Ist André, hier richtig, Junge, richtig gut unterwegs. André, Junge, willst du mich veräppeln, Junge? Ich hab. Willst du jetzt aufgeben oder willst du jetzt aufgeben? Nö, ich mach weiter. Also denkst du, du hast doch eine Chance? Ich weiß nicht. Also. Ich weiß nicht. Also Leute, das ist so eine Spinnerei, was andere. Es wird schwierig, aber es ist möglich. Also, ich sag dir ehrlich, vielleicht solltest du mal checken, dass dein Jump da nichts bringt. Das Jumpen ist krass. Ja, okay, das Jumpen ist krass. Aber irgendwie... irgendwie ist da was komisch. Weil London Jeff hat genauso viel wie du. Ich ja, weiß ja nicht. Vielleicht checkst du mal, dass vielleicht Dings besser ist. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, weil ich krieg mehr doch. Punkte und brauch dafür doch. Ein bisschen länger. Doch, es macht einen Unterschied, Bro. Ich glaube nicht. Junge, du siehst doch, dass es einen Unterschied macht. Bist du doof, oder was? Nein. Das liegt ja nicht daran. Du Bro, weißt ja nicht mal, was du im Spinning Wheel bekommen hast. Vielleicht hast du da ja extra Punkte bitte, bekommen. Bitte. Doch, ich habe gesehen, ich habe Speed Boost bekommen, Bro.
Ja, aber wir haben ja zweimal gespinnt. Davor hast du Minus bekommen, oder? Ich hab Minus bekommen und einmal hast du Plus bekommen. Ja. Ganz so, entspannt. Weißt du, was braucht der letzte Boss? Weiß ich gar nicht. Ja, ich mach das. Gucken wir selber nach. Ich guck ich mal kurz, Leute, was der letzte Boss braucht. Ich würde sagen, wenn wir die Welt hier durch haben, dann Duell, oder was? Ja, würde ich sagen. Ja, okay. Dann bin ich mal gespannt. Okay, ich hab's gesehen. Oh mein Gott, was gibt's hier? Okay, oh okay. Ja, am Ende entscheidet das Duell um das Geld, nicht welche Bosse man besiegt. Dann bin ich mal gespannt. Ja, aber du denkst, du holst mich ja noch ein. Oh Gott, ich hab einen Ultraplan jetzt. Okay. Der wird auch wieder beweisen, dass du Dulli André bist. Also was glaubst du, warum mein Kanal so heißt? Dulli, ne? Dein Kanal heißt der Dulli. Ja. Yeah. Und da, ich sag dir, ich werd dir heute beweisen, dass du der größte Dulli bist. Das ist okay. Dass du wirklich. Obwohl eigentlich. Ich überleg gerade. Eigentlich müsste man theoretisch. Ich überleg gerade. Dings, okay, zack. Oh, guck mal, ich habe jetzt 200.000 gleich, Bro. Mhm. Oh, ich habe jetzt 200.000. Oh, was ist denn da los? Ja. Oh, 200.000. Besiegt mal ruhig alle, aber im PvP werden wir uns gleich wiedersehen. Ich würde sagen, sogar, wenn du hast ja jetzt die Bosse schneller besiegt als ich und wenn ich im PvP gewinne, ist ein Unentschieden. Weil du hast natürlich besser performt, was das angeht. Aber wie willst du mich denn im PvP besiegen? Oh. Ja, vielleicht kann ich stärker Leertaste drücken als du. Okay, stand ich hier am Rasieren. Wen besiegst du gerade? Goblin? Ja, dich. Läuft, oder was? Das ist anstrengend. Du bist so ein Labernacken, Junge. Ich weiß ganz genau, wenn du lügst. Du drückst einfach aus Spaß drauf, damit ich deine Leertaste höre, aber eigentlich läuft dein Autoklicker so richtig hart im Hintergrund. Es ist so gut, Digga. Oh, schade. Ich wurde outsmartet einfach. Oh, Alter, das wurde ich gerade schon vor. Ich sammle noch ein bisschen Stärke, Leute. Das wird zu anstrengend gegen den Goblin. Ja, yeah, mach mal. Junge, ist der stark, Bro. Hä, hey, du hast 200.000, du musst ihn doch easy besiegen. Nee, so easy besiege ich ihn gar nicht. Dachte ich auch. Dacht okay. Ich besiege ihn easy, aber... Na, es ist eventuell vielleicht für mich jetzt das Ventil, wo ich aufholen kann. Ja, das ist bestimmt jetzt das Ventil, wo du aufholen kannst. Wie viel willst du denn gerade? Naja, 100 nur. 100 nur? Ja. Ja, Bro, siehst du doch schon mal den Unterschied. Ich hab 200. Jetzt mach ich ihn easy. Jetzt mach ich ihn, Bro, jetzt mach ich zum Frühstück. Aber du brauchst eh noch mehr. Du schaffst gar nicht alle mit den 200.000, ne? Du kannst sie, glaube ich, schon vorher herausfordern, ne? Du musst gar nicht diese 200.000 sammeln. Das weiß ich gar nicht. So. Okay, okay. Nichts ist verloren. Nichts ist verloren. Stani ist am Struggle gegen den Boss. Bro, also. Bro. Irgendwie ist das auch random. Also muss ich sagen, stimmt. Muss ich sagen, stimmt. Da hast du recht. Okay, okay. Stani am Kämpfen, Junge? So will ich dich sehen. Gib ihm. Ich weiß, es geht zwar um 1000 Bro. Euro, aber Kämpferherz unterstützt sie. Scheiße, Bro. Also, sorry. Eben habe ich dir mit einer Hand gemacht, Bro. Jetzt schaffe ich dir mit zwei Händen nicht. Also das ist ja so ein Bluff, Bro. Mit Zeit für einen Autoklicker, sagst du? Bro, das ist so ein Bluff, Junge. Also, das ist ja wirklich... Ich hol dich auf. Das ist ja wirklich Bluff. Ja, trainier mal ruhig weiter. Ich hab da viel mehr Wins wie du. Trainier mal weiter, starker Mann. Irgendwann schaffst du den. Alles, Bro. Du musst ja halt einfach, du musst ihn dir angucken, in die Augen schauen und denken, das ist Leon Marcher. So ein Ding ist das. Ja, dann haust du den kaputt. Sorry, aber das ist full random. Also... Das ist ja... Junge, das kann nicht sein, dass ich ihn einmal total einfach schaffe und dann total schwer. Da ja, muss man ja hier, die Schwierigkeitskurve ist, glaube ich, ein bisschen broken in dem Game. Ja, merke ich schon. Ja, guck mal, und du denkst jetzt... Guck mal, ich habe jetzt 250 Wins. Ja. Geh doch direkt in die nächste Welt und hol mir da ein besseres Pet.
Also theoretisch müssten wir bis am Ende die letzte Welt noch, also irgendwie noch 10 Minuten die letzte oder 5 Minuten die letzte Welt machen. Oder damit also du den Vorteil Welt, hast, dass du da... Also ja, aber, ich ja eigentlich jetzt direkt nur auf den letzten Boss. Aber die Regel war doch jetzt, dass wir hier nach PvP machen, oder nicht? Ja, aber Bro, ja, okay, dann machen wir das halt. Okay, okay, okay. Dann besiege ich den jetzt und dann müssen wir weitermachen. Ja, von mir aus? Wie ja, gesagt, okay. Dann hast du die Bosse besiegt, hast da den Vorteil, aber im PvP, wenn ich gewinne, ist unentschieden. Du wahrscheinlich einen Autoklicker an. Nein, nein, nein. Also ich glaube nicht, ich weiß nicht mal, ob man mit Autoklicker Leertaste einstellen kann. Ja, ja, kann man, kann man. Kann man? Okay. Alles. Ich habe das Programm nicht. Aber Stani kennt sich aus. Das ist logisch, dass man so einstellen kann. Tu mal nicht so dumm. Hä, ich kenne mich halt nicht aus mit Programm und so. Bro, du bist jetzt... Bin halt, jetzt Digga, ich bin 30, Junge. Oder? Ich weiß nicht mal, wie man ein iPhone betätigt. So. Ich weiß halt nicht, ob du mit 250 Power schon den Boss besiegen kannst. Ich auch nicht. Deswegen wird das eigentlich noch relativ knapp. Hast du den Goblin schon besiegt? Ja. Okay, okay. Dann bin ich mal gespannt, ob du den jetzt schaffst. Bro, weil wenn du ihn nicht schaffst, könnte ich ihn sogar vor dir besiegen. Bro, wie willst du ihn denn vor mir besiegen? Wenn ich ihn mit 250 nicht schaffe. Ich spam schneller Leertaste. Ja, okay, ich war schon immer gut, was das angeht. Ja, okay. Mal, ich kann dir einen Tipp geben. Du hast deinen Controller angeschlossen, ne? Ja. Du kannst ja Leertaste und Controller gleichzeitig drücken. Stimmt. Da gebe ich dir den Tipp. Ich habe keinen Controller, aber... Könnte eventuell passen. Okay, Stannis... Er macht ja erst... Man muss sagen, er ist ein kluger Typ. Er versucht jetzt seine Power so weit hoch zu machen, bis ich 250 erreicht habe und versucht ihn dann vor mir zu besiegen. Ja, ja. Aber es ist knapp. Hätte ich nicht ein bisschen verkackt? Weil bei dem Springen ist das Problem, du musst halt genau auf dem Spot sein und da springen. Wenn du ein bisschen daneben bist, dann verkackst du halt. Das ist beim Hauen besser. Okay, 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 okay. Wir müssen jetzt damit rechnen, dass er verliert gegen ihn. Komm schon, komm schon. Junge, das ist übel knapp. Das ist richtig spannend. Ich lach so, wenn du verlierst, sag dir ehrlich. Hä? Ich lach, wenn du verlierst. Du hast 280.000 Stärke, Junge. Ich geh doch jetzt nicht auf den Boss mehr. Warum? Bro, ich lass jetzt einfach dich den Boss machen, fertig ist. Ja, okay. Dann sammelst du schon meine Power. Ja, gönn dir. So, ich mach ihn. Power sammeln. Easy peasy. Hä? Wieso kriege ich das nicht? So, hallo? Hä, hey, was ist da los? Was ist da los, André? Naja, bei dem Springen ist halt ein bisschen komisch. So, ich besiege jetzt den letzten Ogre. Wenn ich ihn First Try machen sollte, heißt das, dass ich den Tycoon schon mal gewonnen habe. Und dann geht's ins PvP. Oh mein Gott. Er ist unnormal stark. Hä? Er ist ja übel stark. Junge! Okay, sorry! Er ist einfach Endboss von allen! Oh, André! Ich hab ihn besiegt! Oh mein Gott! Wirklich? Oh mein Gott! Okay, okay! Stopp! Ich hab ihn besiegt! Jetzt geht's ins PvP! Du kannst jetzt nur noch ausgleichen! Okay, okay! Aber wenn ich dich besiege, ist das jetzt so peinlich! Der PvP-Kampf ist mir eh wichtiger, Bro, weißt du? Ja, ja, das stimmt! Willst du erstmal gegen Jeff oder wollen wir beide? Erst geh dich! Okay, komm! Komm hier rein. So, Q for PvP. Mal gucken, ob das funktioniert. Haben wir noch nie gemacht. Okay, bist du ready? Ja. Oh mein Gott, du bist zu stark. Komm schon. Junge, ich kann nicht mehr. Bitte gib auf. Junge, ich werde Muskelkater haben morgen. Ja! Du bist so schwach. Junge! Junge, Tausender auf deinen Nacken, Digga! Bro, krass, Bro, du mit deinem Autoklicker, Bro, bitte lösch dich. Hä? Was redest du? Bro. Junge, ich hab Muskelkater. Ich hab nicht mehr gehört, Junge. Ich hab komischerweise jetzt hast du gerade nicht mehr gehört. Ja, ich hab rumgeschrien, natürlich hörst du dir dann nicht. Ja, Leute, also sorry, das war blöd. Lasst Like und Abo. Ich bin halt nicht Savile, ne? Nö, Leute. Wir sehen uns morgen, bis dann, ciao.